Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen und die Gespräche einzustellen. Bitte kommen Sie in den Plenarsaal, und wenn Sie sich im Plenarsaal befinden, nehmen Sie bitte Platz. Ich eröffne die 24. Plenarsitzung des Hessischen Landtags und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Wir haben sehr gut gearbeitet gestern. Erledigt sind die Tagesordnungspunkte 1, 3 bis 7, 12, 13, 16, 17, 19, 27, 29 und 30. Und eingegangen und auch schon an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Trauer um die Opfer von Halle, Rechtsterror und Antisemitismus stoppen, Drucksache 20/1461. Ich frage Sie, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird das der Top 69 und kann, wenn dem niemand widerspricht, gleich mit dem Top 47 zu diesem Thema aufgerufen werden. So machen wir es. Weiterhin eingegangen und ebenfalls bereits an Ihren Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD, ist die Drucksache 20/1464. Dieser Änderungsantrag wird ebenfalls mit Top 47 aufgerufen, wenn dem nicht widersprochen wird. So, interfraktionell haben wir vereinbart, dass der Top 26, das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Sicherung und Weiterentwicklung der Berufseinstiegsbegleitung, Drucksache 20/833, nach Top 65 aufgerufen wird. Das ist die Aktuelle Stunde der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Programme zur Integration von Geflüchteten, Drucksache 20/1450, das direkt aufgerufen wird und auch direkt abgestimmt werden soll. Ist das richtig? Das ist richtig. Wunderbar. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr. Wir werden eine Mittagspause von 2 Stunden einlegen. Und ich möchte jetzt schon auf die Eröffnung der Veranstaltung 30 Jahre Mauerfall im Medienraum zum Beginn der Mittagspause hinweisen. Da wird im Anschluss in der Ausstellungshalle eine Fotodokumentation, das ist die Eastside Gallery, viele von Ihnen kennen die bereits, eröffnet. Ich würde mich freuen, wenn möglichst von Ihnen an diesem besonderen Termin, an dieser besonderen Veranstaltung, zu diesem besonderen Tag teilnehmen. Wir beginnen im Anschluss an diese amtlichen Mitteilungen mit dem Top 47. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und der Freien Demokraten betreffend Hass, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Angriffe auf die Menschenwürde haben keinen Platz in Deutschland und Hessen, Drucksache 20/1419. Wir haben vereinbart, dass wir hier sprechen wie bei einer Regierungserklärung. Das heißt, es beginnt die CDU, weil es ihr Setzpunkt ist. Es folgt dann die SPD, es kommen dann die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, dann die AfD, dann die Freien Demokraten, dann DIE LINKE und im Anschluss die Landesregierung. Wie eingangs erwähnt, erfolgt der Aufruf dieses Tagesordnungspunktes zusammen mit dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE und dem Änderungsantrag der Fraktion der AfD. Wir haben eine Redezeit von 10 Minuten je Fraktion vereinbart. Im Anschluss daran folgt dann Top 43. Und nach der Mittagspause fahren wir mit Top 42. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend desaströse Informationspolitik von Innenminister Beuth. Umfassende Aufklärung dringend notwendig. Fort. Heute fehlen entschuldigt die Kollegin Fiesmann, der Kollege Karl-Hermann Bolldorf, der Kollege Dirk Gaw, Frau Staatsministerin Puttrich ab 12.30 Uhr. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der amtlichen Mitteilungen angelangt.